Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir haben aktuell ein Kursniveau von 15.673. Wir haben eine Kurslücke, ein sogenanntes Gap oberhalb des Daily Pivots, des Tagespivot, der berechnet wird vom Vortag Hoch-Tief-Schlusskurs durch 3 und ist in der Nähe von 15.700. Wo platzieren wir unsere erste Falle? Ich würde, weil wir doch sehr nah dicht an der 15.7 sind, erstmal die Big Number hier oben platzieren. Das würde bedeuten, 15.707 gehen wir long und 15.692 gehen wir short. Wir blicken einmal in die Vergangenheit, nämlich auf den gestrigen Tag und schauen uns an, was für blaue Boxen es gestern gab. Wie immer in den Abendstunden kleine, dann aber zum Nachmittag hier eine 21er, die im zweiten Anlauf in den Gewinn gelaufen ist. Eine 25er ist gelaufen, eine 17,5er ist direkt in den ersten gelaufen. Ja, und wir sehen hier die Boxen, die Vola-Boxen, die wir gestern gehandelt haben, auf angepasst. Kurz vor Mittag rechtzeitig sind wir da oben ausgestiegen. Die gesamte Trading Range, wir haben ja in den letzten Tagen immer so 180 Punkte gehabt. Blicken wir mal auf den gestrigen Tag. Und da liegen wir wieder bei normalen Durchschnitt 120 Zähler. So, wir sehen eine 10er-Box. Wenn die sich jetzt hier in irgendeiner Weise blau verfärbt, treten wir natürlich diese 10er-Box. Aber noch ist sie nicht blau. Da werfen wir ein Auge drauf. Auf der linken Seite haben wir die sogenannten Volatilitätsboxen, die sich grün abbilden. Und hier sehen wir am Vormittag und dann am Nachmittag. Und da sehen wir so ein bisschen so ein Gedöns. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und da hat der eine oder andere bestimmt gehedged, also den Trade in den Boxenstopp gebracht und möchte ihn heute auflösen. Und die Idee, wie immer, ist bei der ersten grünen Box dann den Trade aufzulösen. Ihr habt den Bereich hier kaufen oder verkaufen, grün oder rot hier in unserem Tool. Und dann, wenn er die grüne Box verlässt, müsst ihr dann die Entscheidung treffen, entweder nach unten oder nach oben, je nachdem, wo der Kurs hinläuft. Wo kommt die Vola-Box rein? 15.734, das ist der Forecast. Also 15.734, ich schiebe das schon mal nach oben hin, 34. Zeichne sie nach. Also alle, die einen Hedge gestern oder den Trade gestoppt haben, warten, bis der Kurs hier reinläuft und dann aktiviert man das Ganze. So, was machen wir jetzt? Wir gucken uns die großen Zeitebenen an. Fangen an mit Öl. Auf Wochenbasis ein bisschen schwächer. Daily Basis kommt auch. Gestern die Kerze, heute eine Kerze. Ja, 4 Stunden sind wir immer noch long, Stunde sind wir short, 30 short, 15 short, 5 sind wir long. Das Ganze auf einem anderen Template, Tagesstrategie Pro, sieht das Ganze denn so aus. Rote Sonne und eine rote Kerze. Aber bevor wir hier ein neues Short-Setup kriegen, brauchen wir einen Kurs, der darunter schließt. Das nur mal zur Info. Wir gehen von oben runter in den DAX. Hier sehen wir eine rote Sonne, aber alles noch bullisch. Wir gehen dann einmal in Gold. Wir sehen den Goldpreis. Noch kein Short Setup hier. Die Kerze war nicht perfekt ausgeprägt. Das ist ja unser Regelwerk, sondern diese blauen Kerzen, dieser Konter von gestern und heute. Ja, wir bleiben aber hier im Abwartemodus und versuchen hier ein Short Setup zu bekommen, weil Long kommen wir hier nicht mehr rein. Öl haben wir, Technologiebörse Nasdaq auf Tagesbasis. Auch hier sehen wir, wir haben oben den Deckel drauf, mehr oder weniger bei dem All-Time-High erst einmal. Der Markt hat hier Luft geholt, aber wir haben hier keine Situation, wo wir jetzt einsteigen. Wir müssen also immer noch warten. Genauso für den S&P 500. Und dann gehen wir runter zum Dow. Tagesbasis auch keine Aktion, die wir jetzt tätigen. Und dann gehen wir zu den Bitcoins. Da hat sich was getan, nämlich wir gehen nochmal Richtung Süden. 32.744. Füße stillhalten, hier ist noch gar nichts
Wochenbasis haben wir ein Short-Setup schon seit mehreren Wochen. Wir sind hier im Daily-Bereich auch Short. Das Tief sehen wir hier bei 28.789. Wenn wir nochmal, und das für alle Kryptojana, das letzte Tief mit den Fibonacci-Zonen mal verbinden, einmal links nach oben bis nach rechts, dann haben wir das 61er Retracement, das heißt der Bauchnabel, bei 27.206 US-Dollar. 27.206 US-Dollar. Das nur noch der Hinweis. Und gehen in Ethereum. Was macht Ethereum auf Daily-Basis auch weiterhin Short? Wir haben zwar hier eine Kontersonne, aber wir brauchen eine gut ausgeprägte blaue Kerze. 4 Stunden Short. Also, und da sehen wir auch hier sehr schön auf den 4-Stunden-Chart, da ist der Deckel mehr oder weniger bei dem Niveau von 2886 drauf. Das war so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ja, wo war ist der Markt? Tendenzen. Ja, und zum Abschluss nochmal für uns alle jetzt im DAX nochmal die Richtung zu schauen, auch auf den anderen Zeitebenen. Vorlage, Zickzack, Linie und fangen mal an, oben die Checkliste, Tagesbasis, Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30, kippt das bisschen, sehen wir das Short, 15 Short, 5 Short und 1 Minute Short. Also bis zum 30-Minuten-Chart alles Short aktuell. Ja, Stunde ist immer noch Long und 4 Stunden auch. Unterstützung auf dem Stundenchart haben wir bei 15.607. Das ist nämlich auch die psychologische Big Number. Und da sehen wir sehr schön hier leicht aufgesetzt und hier die Zone da mehrmals aufgesetzt. Das ist ja der Entscheidungspunkt vielleicht heute. Gehen wir nochmal runter unter die 15.607. Warum sage ich das? Das hat kleine Auswirkungen auf unser Box Trading. Wo könnten wir den Markt hinschieben nachher, wenn der Markt sich aufschaukelt oder wenn wir einen Trade laufen lassen. Also 15.600 hier erstmal die Marke. Wir sind aktueller Trade Short im DAX. 15.650 ist das Minimalziel, das heißt diese Middle Number. Okay. Also 8:38 Uhr, wir warten jetzt auf die Markteröffnung. Die erste Falle ist erstmal platziert dort oben bei 15.707. Die Vola-Box kommt rein bei circa Forecast 15.734 und wie beim Lottospielen ohne Gewähr, das kann sich noch bis 9 Uhr ein wenig verschieben. Okay, 29 Sekunden, 22, 21. Dann versuchen wir schnell zu sein hier mit dem linken Seite ist die Vola-Box und eine Blue-Box. 8, 7, 6, 5. So. Wir sehen 15.686 zu 15.671 die Vola-Box und darüber ist gleich die nächste 15.718 zu 15.703. Big Number haben wir platziert bei 15.707 und die nächste Box wären dann darüber die Vola-Box 1 und los geht's. 9 Uhr und wir sehen auch hier, ich mache das mal ein bisschen größer in dem Chart, einmal hier oben und dann dort unten 34 werde ich auch jetzt aktivieren. Fünfzehntausendsiebenhundertvierunddreißig zu 15.719. Noch sind wir in kein Box Trade. Wir sind Short im DAX, aber noch nicht in einer Box. 9:01 Uhr. Es sieht danach aus, dass wir das Gap versuchen zu schließen von gestern, die Kurslücke.
So, wir haben eine erste Box und zwar eine 27er. Und das ist eine Blue Box. Das bedeutet, wir gehen long bei 15.690 oder short bei 15.663 auf dem Minutenchart. Hat sich jetzt also diese Blue Box rauskristallisiert. Ja, und da bin ich gespannt, in welche Richtung der Markt die Auflösung hier tätigt. Also, die ist jetzt scharf geschalten. Ist das die Eröffnungsbox? Werden wir sehen. Es ist 9:25 Uhr.